Einen wunderschönen guten Tag, liebe Trainer, und herzlich willkommen zur Gewinnwiedergabe in der Einzelwettersektion der Formationstrainer. Heute ist Donnerstag, der 31. Januar 2019, und wir schauen auf Facebook. Und Facebooks Licht sah so aus, als würde es möglicherweise erlöschen, weil es so viele Skandale und negative Presse um Facebook gab. Und dann kommt gestern Facebook und bringt diese unglaublichen Hammerzahlen, und Facebook ist so stark wie nie zuvor. Wir gucken uns mal diese Hammerzahlen an. Umsatzwachstum von 30,4% gegenüber dem Vorjahr und über den Erwartungen. Und wir sprechen ja hier von einem Umsatz von 16,9 Milliarden. Also auf der Basis noch 30% dann drauflegen zu können, das ist schon der Hammer. Nicht umsonst ist ja Facebook nachbörslich 7% hochgegangen. Gewinn 10% über den Erwartungen von 2,38 Dollar pro Aktie versus erwartete 2,17. Man muss sagen, Facebook hat keine Hinweise gegeben, wo das Wachstum stattgefunden hat, wie dieser Umsatz zustande kommt. Man sieht eine deutliche Zunahme der Kosten für menschliche Moderatoren, sei es Hasssprache, sei es, dass Leute zu Selbstmord motiviert werden, oder sei es, dass politische Aussagen manipuliert werden. Da hat auch Herr Zuckerberg dann später Stellung dazu bezogen, da kommen wir noch. 2,3 Milliarden nutzen mittlerweile die Apps von Facebook, was ja nicht nur Facebook ist, sondern auch Instagram und auch WhatsApp, und 8% Wachstum bei über 2 Milliarden Usern, mittlerweile 2,3 Milliarden. Unheimlich stark. Und jetzt kommt das vermeintlich negative: junge Menschen zwischen 18 und 24 verbringen immer weniger Zeit auf Facebook, minus 27%. Aber Facebook ist kein One-Trick-Pony, denn junge Menschen verbringen immer mehr Zeit auf Instagram. Und wer besitzt Instagram? Facebook. Umsatzwachstum für Instagram für das Jahr 2019 auf 60% geschätzt, bei Facebook immer noch 9%. Man muss sagen, Facebook hat über, jetzt darf ich keine falsche Zahl sagen, ich glaube 5 Millionen Firmen, die auf Facebook Werbung machen. Das ist eine unglaubliche Zahl von Werbetreibenden, die offensichtlich trotz der Leaks und der Skandale weiterhin auf Facebook Werbung machen wollen und dass auch die Nutzer es weiterhin benutzen. Ich hätte schon überlegt, ob ich als Überschrift nehmen soll: in Facebook we trust, denn es kann passieren, was will, die Menschen bleiben Facebook treu. Herr Zuckerberg sagte: wir haben unseren Service komplett geändert. Wir haben unseren Fokus darauf gelegt, dass wir niemandem Schaden zufügen. Wir haben Milliarden von Dollar in Sicherheit gesteckt, was unsere Profitabilität deutlich verbessert. Und er sagt ganz bescheiden, wir haben das fortschrittlichste System in der Welt, um Daten unserer User sicher zu machen, und das ist noch fortschrittlicher von, also jeder Firma, die erkennt, oder sei es, dass es die Regierung ist. Und das ist offensichtlich die neue Strategie, Sicherheit dem Kunden zurückzubringen. Allerdings ist es auch so, dass Facebook sagt, dass Videowerbung die lukrativste Art sei, im digitalen Bereich Werbung zu machen. Man muss aber auch sagen, dass Google, Facebook und Alibaba, ich glaube, über 80% der gesamten Einnahmen weltweit, was digitale Werbung angeht, auf sich vereinen können. Welche Gefahren drohen eigentlich Facebook? Also, der Image-Schaden bezüglich des Datenschutzes war relativ groß, muss man sagen. Und meiner Meinung, das ist meine Meinung, darf es jetzt Facebook nicht passieren, dass dieser Datenskandal, als zum Beispiel für Cambridge Analytics über 87 Millionen Konten freigegeben wurden, das darf denen im Grunde genommen nicht nochmal passieren. Die Frage wird auch sein, wie kann WhatsApp zusätzlich monetarisiert werden? Und natürlich haben sie das Problem, dass in Schwellenländern Internetzugang begrenzt ist, und in den USA und in Europa hat Facebook schon eine sehr tiefe Durchdringlichkeit erreicht. Das heißt, im Moment macht Facebook mehr Werbung, und das kann dann irgendwann mal als Störfaktor sein.
Ausbau Internet in den Schwellenländern, ganz wichtig für Facebook, und wie es gelingen kann, noch mehr Einnahmen mit Werbung über die Messenger-Dienste und über WhatsApp zu generieren, wird ebenfalls wichtig für Facebook sein. Um es kurz zu machen, Facebook nachbörslich erst 7, dann 8, dann 9, dann 10, dann 11% hochgeschossen und dann hier die letzten Kurse im Bereich von $167. Das ist die 200-Tage-Linie, was eine Widerstandszone ist. Wir haben, nachdem hier der Ausverkauf zustande kam mit dem Skandal, kurzfristig Unterstützung gefunden bei 168. Hat gehalten, ist ausverkauft worden. Das heißt, wir haben hier die 200-Tage-Linie und wir haben hier eine horizontale Widerstandszone. Für den Fall, dass die Aktie jetzt weiterläuft, okay, sie läuft dann einfach weiter. Es gibt aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, Facebook schafft es, sich hier oben festzusetzen. Und das durchaus für mehrere Wochen. Um dann aus dieser Konsolidierung die nächste Welle zu machen in Richtung der unteren Begrenzung der oberen offenen Lücke. Das wäre dann in Richtung 190. Mit den Zahlen, die gezeigt worden sind. Für den Fall, dass der Markt schwach werden will und dass der Gesamtmarkt Abgabedruck bekommt, dann ist die Frage, inwieweit dann von dieser Welle, ist jetzt rein hypothetisch, dass der Markt dort hängen bleibt, ein Pullback macht. Alles bereits in Richtung 50% oder 61%. Das ist dann hier die Zone zum einen mit der steigenden 20-Wochen-Linie. 157, 150, eine durchaus starke Unterstützung. Von hier aus größere Wahrscheinlichkeit, dass Facebook wieder hier hochkommt. Entscheidend ist, was macht der Gesamtmarkt? Bleibt der Gesamtmarkt stark? Hat Facebook im optimalen Falle die Möglichkeit zu konsolidieren? Damit meine ich nicht, dass er nicht weiter steigen kann. Im optimalen Falle, damit man einen Einstieg findet, damit man nicht einfach hinterher springen kann. Falls der Markt schwach wird und einen Pullback zulässt, dann ist das hier aus meiner Sicht eine ganz interessante Zone im Bereich, für mich persönlich, 155 bis 150 US-Dollar. Erst wenn der Markt richtig crashen wird, gibt es, glaube ich, eine größere Wahrscheinlichkeit, dass man Facebook nochmal im Bereich der 200-Wochen-Linie sieht. Das ist dann im Bereich der 138 US-Dollar. In diesem Sinne, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn dir die Ausgabe gefallen hat, gerne mit dem Daumen nach oben, gerne abonnieren, unsere Homepage besuchen, formationstrader.de, und wir haben Ausgaben zu Tesla, zu Apple. Wir haben Ausgaben zu Nvidia und diversen anderen Aktien. Findet ihr alles auf unserer Homepage formationstrader.de oder über unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Habt einen erfolgreichen Handelstag.